Ja, hier kann jeder noch was lernen. Kriegst du gleich beigebracht, wie man einen Reifen wechselt. Gratis mit dabei für 5 Euro. Beziehungsweise wie man einen Reifen richtig aufzieht. Sollte Kurse anbieten. 5 Euro ist günstig. Machen wir 9,95 pro Teilnehmer. Manchmal so Gruppen, 20 Mann. Kann ich gar nicht mehr. Corona-Zeit. Oh Mann, ey. Jetzt nochmal einen schnöden platten Reifen zu wechseln. An einem Triumphrad. Partnerlook. Yay, Partnerlook. Triumphrad. Triumph Velo 3 von Stadler. Wir wechseln einen Schlauch am Hinterrad. Triumph Velo 3, Stadler, Schlauch, Hinterradwechsel. Ich beginne mit dem Lösen des Bremsankers hier, der Bremsankerschelle. Fünfer Inbus, 10er Ring oder Maulschlüssel. Ich löse. Das packe ich mir beiseite, damit ich es nicht verliere. Dann löse ich die Achsmutter auf dieser Seite. Die brauche ich aber nur anlösen. Zack. Da mache ich gleich einen Tropfen Fett bzw. so Sprühfett drauf aufs Gewinde. Ich habe gemerkt, das ist sehr trocken. Und durch diese Trockenheit und Auf- und Zuschrauben gehen dann gerne mal die Gewindegänge hier kaputt. Jetzt gehen wir zur anderen Seite rüber. Schwupps sind wir auf der anderen Seite und lösen die Schaltbox. 10er Ring oder Maulschlüssel. Hier. Oder eben ein 5er Inbus. Lösen. Nicht rausdrehen, komplett abnehmen. Schaltstift entnehmen und wegpacken. 15er Ringschlüssel, Maulschlüssel, je nachdem. Das Laufrad festhalten schon. Zweite Achsmutter rechts sozusagen. Lösen. Dann entnehmen wir das Laufrad nach vorne. Nehmen die Kette runter, hängen die übers Ausfallende, zumindest mache ich das so. Und haben das Laufrad in der Hand. Der nächste Schritt. Das Ventil. Ausschrauben. Sicherungsring vom Ventil hier oben. Abschrauben. Ich drücke das Ventil jetzt hier rein. Dann drehe ich das gesamte Laufrad, damit das Ventil unten ist. Hebe die Decke an und stülpe sie über den Felgenrand nach unten. Öffne. Oh, guck mal, wie geil! Das ist ja fast Gold wert. Und da haben wir schon das Corpus Delicti. Darum ist der Reifen platt, wegen diesem wunderschönen Stück Glas. Das sieht ja wirklich Hammer aus. Also das habe ich ja noch nie gehabt, so in Axtform, Axtkopfform. Jetzt ziehe ich den Reifen einseitig von der Felge einmal rum, entnehme den Schlauch hier oben, eingreifen, Schlauch raus. Da ist der Schlauch, der ist im Müll. Und ziehe den Reifen letztlich komplett von der Felge. Danach überprüfe ich das Felgenband, ob das noch okay ist. Alles super. Jetzt überprüfe ich den Reifen. Fasse einmal durch. Wir haben ja jetzt den Übeltäter schon gefunden. Bloß dennoch fassen wir einmal durch von außen Sichtprobe. Von innen durchfassen, ob da noch irgendwo Last drin steckt. Beim Durchfassen natürlich immer vorsichtig sein. Nicht, dass man sich verletzt oder schneidet. So, dann einmal rum. Hier ist nichts weiter drin. Jetzt sind wir schon wieder beim Zusammenbau. Und zwar stelle ich den Reifen auf den Boden, Laufrichtung beachten. Hier ist vorne Antrieb auf die richtige Seite sozusagen. Ich stelle die Felge jetzt einseitig auf den Reifen und ziehe eine Seite des Reifens über den Felgenrand. Fertig. Ventilloch nach oben und dann hole ich mir einen Schlauch. Ich nehme den neuen Schlauch. Entferne das Ventil. So.
Jetzt auf dieser Seite, nicht auf dieser Seite, auch wenn es hier viel einfacher wäre, erscheint auf einmal. Ja, aber hier auf dieser Seite kommt der Schlauch rein. Dann lege ich ihn komplett schön glatt, ohne Falten, hier rein in den Reifen. Drücke das Ventil leicht nach oben. Ziehe jetzt die andere Seite des Reifens in die Felge, ins Felgenbett. Und verschließe. Zack. Das Ganze. Dann schraube ich die Ventilsicherungsring wieder über, aber noch nicht komplett fest. Und das Ventil schraube ich ein. Kappe ab. Jetzt beginnt der Einbau ins Rad. Achtung, und wir nehmen die Kette, legen die über den Zahnkranz schon vorab. Schauen, dass die vorne natürlich auch noch auf dem Zahnkranz liegt. Ganz wichtig, setzen das Rad an und bauen es ein. Dann ziehe ich die Achsmutter handfest an. Das gleiche tue ich auf der anderen Seite. So, dass die Scheibe hier mit ihren beiden Häkchen ins Ausfallende greift. Danach handfest, alles nur handfest. Danach fixiere ich den Bremsanker. Allerdings auch nur handfest. Schraube durch. Okay. Brauche ich den 15er Schlüssel. Fixiere die eine Seite. Um jetzt die Kette zu spannen, es ist jetzt nur vorfixiert sozusagen, also ich, ein bisschen festgeschraubt, damit ich hier drücken, gegendrücken kann mit dem Daumen, um auf der anderen Seite, wie man sieht, die Kette zu spannen dadurch. Dann schraube ich die Antriebsseite fest, die Kette ist gespannt. Löse wieder diese Seite und vermittel das Rad, sodass es genau mittig läuft. Und ziehe auch diese Seite wieder fest. Dadurch haben wir jetzt eine optimale Kettenspannung hier. Allerdings müsste hier mal neu gefettet werden. Wenn man das feststellt, dass die Kette neu gefettet werden oder gefettet werden muss, dann sollte man es gleich machen. Jetzt nehme ich wieder meinen 10er Ring bzw. Maulschlüssel Konter hier hinten, diese Schraube, diese Mutter. Jetzt zieh die Schraube fest vom Bremsanker. Fertig. Im Grunde genommen, den Schlauchwechsel haben wir jetzt erledigt schon. Jetzt wird nur noch aufgepumpt, Kette gefettet und dann sind wir fertig. Bar habe ich jetzt reingepumpt. Dann ziehe ich diesen Sicherungsring vom Ventil fest, handfest aber nur, Staubkappe drauf und fertig. Jetzt überprüfen wir nochmal, ob es wirklich mittig läuft. Läuft das nicht ganz tatsächlich. Also wird man mal nachkorrigiert. So, jetzt geht's weiter auf der Seite. Nachdem wir jetzt alles überprüft haben, ob alles fest ist, auch die Seite sozusagen, Achsmuttern etc., kommt hier der Schaltstift wieder rein.
und die Schaltbox wieder rauf. Wir drücken, also ich drücke sie rein und fixiere sie wieder. Geht nicht um Leben und Tod, das muss nur, diese Schraube muss nur die Schaltbox hier drauf halten auf der Achse. Jetzt haben wir hier ein kleines Guckfenster und es sieht aus, als wäre es schon in Gang 2. Wir schalten mal in Gang 2. Das ist Gang 2. Dann nehme ich mal den. Und in Gang 2 muss ich diese gelbe Markierung, die wir da drin sehen, zwischen den beiden weißen Strichen befinden. Das tut sie. Somit ist auch die Schaltung eingestellt. Sollte das mal nicht der Fall sein, hat man hier vorne eine Schraube, mit der kann man entweder den Zug weiter spannen oder eben ein bisschen Luft lassen sozusagen, ein bisschen weniger Spannung. Dadurch wandert natürlich der Schaltstift in die korrekte Position, sodass man alle drei Gänge schalten kann. Ja, und das war es dann auch schon mit der Montage und mit dem Schlauchwechsel bei einem Triumph Velo 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir haben hier so einige kleine, wenige auch Fachvideos, so wie das hier. Ansonsten haben wir nur den gewöhnlichen Alltag in meiner Familie, im Fahrradladen etc. Gehört ja alles mit dazu. Kommt gut durch die Zeit, ja, und bleibt gesund. Jetzt öle ich noch die Kette und das war's. Und sagt mal fein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.